ja, Leute, findet ihr meinen neuen Mitarbeiter nicht schön? Nämlich, findet ihr nicht schön, Leute? Ich finde meinen Mitarbeiter nämlich richtig schön. Nämlich habe ich jetzt den Fritz hier als Mitarbeiter. Und damit willkommen zur neuen Folge Minecraft Apollo hier. Und ja, everyone is a winner. Ja, denke ich auch. Der verkauft nämlich Shiny Boxes. Also Shiny Boxen für 7 Gold. Ich glaube, ich habe sogar mehr als 7 Gold-Dings. Und Jam-Bags. Weiß ich genau, was Jam-Bags jetzt bringen. Muss ich doch unbedingt mich noch bedingsen. Ja, bei... muss ich noch hier schauen. Und hier ist noch mein Manager. Ich weiß immer noch nicht, wie ich den genau nennen soll. Und ja, so. Nämlich wollte ich heute schauen, ob ich vielleicht hier ein paar Quests wieder erledige. Nämlich, so, 5. Ich muss unbedingt mein Elevator hier auch noch machen, dass ich das alles benenne und so. Weil, ja. Wie gesagt, vorige Folge waren wir nämlich beim Gott Apollon hier in der Mitte. Ist anscheinend so ein Teleport oder so. War richtig cool. Checkt unbedingt rechts und beim ID Folge hier aus. Und, genau, so. Und vorige Folge war auch irgendwie das Vieh und das hat mir irgendwie so ein Auge gedroppt oder so. Das Eo-Eo-Vieh. Und, ja, ich weiß nicht genau, wo das jetzt ist. Und der Video breitet sich gefühlt immer weiter aus. Ich habe echt Angst vor dem. Und, so. Ne, ich wollte jetzt erstmal schauen, was ich hier noch hab hier. Also, was ich noch für Quests habe. Königreich. Besitze eine einen großen 8x8 Bereich an Chunks hier. Man kommt 3 Rosidian Archegan Totems. Okay. Okay, 8x8 Bereich. Mal schauen. 8x8 Bereich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da, ich brauche noch hier noch eine Reihe. Und dann wird es eigentlich gehen. Also, ich brauche noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich brauche noch 12 Chunks, brauche ich noch. Und hier muss es auch noch gehen. Stimmt. Ich habe noch von Folge 20 Chunks. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Es geht sich genau aus, Leute. Okay. Es sollten eigentlich 8x8 Bereich haben, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, ja, locker, Leute. 1, ja, safe. 8x8 Bereich. Nice. 3 Rosidian Archegan Totems. Nice. So, wo gehen wir hin? Hier gehen wir hin zu den anderen Totems hier. Und, genau, hier noch eine Box. Ich mache nämlich demnächst vielleicht irgendwann ein Case Opening. Richtig nice hier. Jetzt habe ich schon $135 wieder. Nice. Okay, was gibt es hier noch für eine Quest? Es gibt Krieg. Claim jetzt den Gegner Chunks. Habe ich noch nicht. Kaiser besitzt 100 Chunks. Habe ich auch natürlich. Ah, goldene Case, Biomido. Jo, nice. Und so. Nice. Echt cool hier. Weil Kaiser. Okay, lol. Warte mal, gibt es hier eine Steigerung von Kaiser? Safe, oder? 200 Chunks. 125? Habe ich 125? Ist die Frage. Ich denke nicht. Ich kann mal einkaufen gehen, ja. Ja, und ich gehe jetzt mal einkaufen gleich. Und wie gesagt, ja, das ist ein Job für ein saftiges Silvester-Design. Wie gesagt, wenn ihr, Silvester war ja am Dienstag. Die Folge kommt jetzt eigentlich am Donnerstag oder Freitag. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich produziere ein bisschen im Voraus. Nicht wie gesagt, Silvester-Design, ja, das ist ein 30-Punkt-Job. Jo, Mai, falls ihr Silvester feiert und so. Genau, und ich wollte jetzt noch runterschauen zum Dings hier. Warte mal, Golden Case, Gold Case, Gold Case. Gehe ich mal rein. Ich mache irgendwann ein richtig großes Case-Opening hier. Nämlich, wollte ich hier runterschauen. Ob ich eventuell 125 Chunks, also ich bis zu 125 Chunks komme. Der ist wie viel Chunks? Ich glaube, ich habe 120 jetzt gerade, oder wie für euch? 119. Das heißt, wenn ich jetzt die 200er auspacke. Eins. Da. Ja, 129 habe ich jetzt. Und ich habe 98, das heißt, 8, nehmen wir mal, 10 Chunks, denke ich. Ja, genau, 10 Chunks. Und hat mir irgendwie einen Brief geschrieben und hier ist ein Schneeball. Alles klar. Schneeball. Und ja, wie gesagt, das ist jetzt ein Job für saftiges Franzl-Silvester-Design, jo mei. So, nämlich habe ich jetzt, wollte ich noch schauen auch noch, weil Folge haben wir Flo wieder zurückgegeben. Muss ich noch schauen, ob ich irgendwie, böses Vieh hier, muss ich noch schauen, ob ich irgendwie die Dings schon geclaimt habe, die Quest oder so, weil irgendwo, warum sind hier schon wieder Aliens? Sind schon wieder die Aliens? Oh, es lags. Wir sterben hier einfach. Oh nein, Creeper. Schon wieder ist Creeper-Alien, böse. Ich glaube, hier ist schon wieder insolvent. Okay, es macht selber Damage, okay. Böse, böse. Stirb doch endlich. Oh, das ist richtig laut. Oh, nice, ich hab's. Ich hab hier richtig viel gekommen. So, böses Alien hier. So. Nice, okay. So, noch den Golem. So, nämlich wollte ich jetzt schauen, ob ich noch irgendwie... Weil ich habe eine Höhlenbox bekommen. Das ist eben noch nicht, was die Creeperonia-Realms, sondern die ganze Realms uns bringen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. So. Jetzt soll ich noch schauen, ob ich irgendwie die Quest mit Blocky hier, also die Quest
abschließen kann. Irgendwie, nimm was, was er, also nimm von einem anderen Spieler was, was er liebt. Ich denke, es ist sogar auf der anderen Seite, oder? Also genau auf, warte, ich muss wieder runterkommen, so. Es ist nämlich genau auf der Seite, warte mal, wo waren das gerade, Landbesitzer, so. Ich wurde, Dings, das heißt, ich habe jetzt, muss, ich kann jetzt 10 Chunks reclaimen, okay? Das heißt, so, 10 Chunks, das heißt, die Frage ist, wo claim ich die? 1, 2, wo claim ich die? 3, 4, 5, 6, 7, wo kann ich die claimen? 8, 9, 10, so passt das schon. Ich habe schon einen richtig großen Bereich, gell? Und, oh, warte mal, Goldie? Bist du wieder zurück? Hi, hi, Goldie. Aber du warst so lange nicht mehr da. Hi, ja, ich habe jetzt, ich kann, warte mal, ich kann Goldie vielleicht, ah, Goldie, nice, endlich ist es da. Ich kann Goldie vielleicht demnächst hier ein Ding spawnen, ein Spielplatz oder so, weil es auch eine Quest. Ja, Goldie, ich habe jetzt nicht so wirklich weitergebaut bei dir, aber wo warst du denn? Keine Ahnung. Das ist, glaube ich, auf Ausflug. Keine Ahnung. Ja, wenigstens etwas Gutes. Gold ist wieder da. Okay, nice. Okay. Wie viel Geld haben wir jetzt? Wir haben $210. Nice. Und, Dings haben wir wieder bekommen. Richtig viele Totems. So, und ein Chest. Und, noch ein Chest. Das muss alles eins weiter runterrücken. So. Ne, ich wollte heute schauen, ob ich vielleicht hier, alles so. Ob ich die Quest, warte mal. Kann ich, habe ich, ich glaube, auf der anderen Seite hat es die Quest gegeben, oder? Händler. Team. Nimm eine Folge mit dem Spieler auf. Habe ich immer noch nicht, Händler. Obwohl, eigentlich, nimm eine Folge mit dem Spieler auf. Eigentlich habe ich das schon, Leute. Weil eigentlich habe ich ja mit Tobs, bin ich ja mit Tobs bei Flo eingebrochen. Das eigentlich zählt das. So. Was gibt es noch von der Quest? Bei der anderen Seite muss ich noch schauen, was es für Quests gibt. Handle mit dem Spieler über den Trade-Mode. Okay, habe ich auch noch nicht. Ritza, töte 50 Zombies. Ich habe auch noch keine 15 Zombies, okay. Aber da habe ich fast alles fertig hier. So, Level Up, schalte neue Fähigkeit von einem Haustier frei. Ja, kann ich auch demnächst schauen. Weltreise, finde ein Schneebiom. Alles klar, okay, habe ich auch noch nicht. Ich weiß nicht, wo ein Schneebiom. Stille Schreie. Sammle 4 Rummer Heads High. Okay, das, keine Ahnung, was das ist. Das ist ein Chill. Ein Moonstone, okay, alles klar. Ups. So, was gibt's hier noch? Trolling. Okay, Trolling da unten ist. Trolling lasse ich immer lieber, weil, ich glaube, unsere Server sind auch eh keine Leute. Erschrecke einen Mitspieler. Das kann ich vielleicht machen. Erschrecke einer deiner Mitspieler. Spielplatz. Ja, genau, das war die Quest mit dem Spielplatz. Dekoration. Für schöne Rettung spawnen. Okay, kann ich auch demnächst machen. Schutz. Schaffe einen Eisengolem. Wie geht ein Eisengolem? Ich glaube, mit Pumpkins oder so. Habe ich leider gerade nicht. Yo, Mai, Königreich. Errichte eine zweite Akropolis. Okay. Das Event. Nehmen wir mal Apollo Event teil. Was immer das ist. Statistik. Ich springe insgesamt 30.000 Mal. Wie oft bin ich schon gesprungen, ja? Distance sprinted. Crouch walked. Wo ist jumped? Jumped 25.000 Mal. Okay. Erst 25.000 Mal bin ich gesprungen. Okay, es dauert noch eine Weile. Padawan. Erlege 60 Quests. Habe ich das? Habe ich safe schon, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 21, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Und hier bitte. 40, 45, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 41, 42, 43, 54, 6, 7, 8, 9, ja, ich hab's, ja, ich hab's, Leute, Padawan, wo ist da Padawan? Wo war das? Padawan, da oben, gell? Padawan, nice! 60 Quests, easy peasy. Ich muss eigentlich des Öfteren hier mal schauen, dass ich mehr Quests hier erledige. Lehrling, erledige 80 Quests, okay, das habe ich leider noch nicht. Erreiche Apollo Folge 55. Okay, das habe ich noch nicht. Ich glaube, die Folge ist, glaube ich, Apollo Folge 26, denke ich. Frontage. Ich glaube, sonst gibt es eigentlich nicht wirklich was. Oh, Padawan, okay. Nicht wirklich was zum machen hier, also zum Dingsen. So, nämlich wollte ich jetzt mal wieder, weil ihr habt geschrieben, ja, geh mal wieder zum Dorf unten. Weil da war ja ganz am Anfang war das so ein Villager. Okay, sehen wir noch das XD von Flo. Ganz am Anfang war ja nämlich ein Villager. Der irgendwie Hilfe braucht hat von. Oh, Tatsache, da ist irgendwas Neues, oder? Haben die ausgebaut? Haben die irgendwas Neues? Ich glaube, die waren. Hier ist immer noch der eine Dings von zwei Folgen. Doch, Tatsache, die haben hier einen neuen Dings, gell? Eine Wand. Sind immer noch der ganze Village eingesperrt. Witch Doctor, okay. Ist immer noch genau, was das genau bringt. Okay, kann ich mir Creeper Heads und so kaufen? Dystopia Realm Stone. Kann man Silver Coins traden? Natürlich mache ich das. Mache ich natürlich. Assassin, hier kann ich was kaufen. Goo Ball, alles klar. Okay, hier ist auch noch so ein Typ, der verkauft irgendwie Seeds, Magic Marang Seeds.
64 Kupfercoins. Keine Ahnung, was der wirklich, was Dings braucht. Und was? Was ist das? Hab ich hier schon gefragt. Was ist das für ein Teil? Keine Ahnung. Hier blaues Dach. Hat irgendwas Gutes zum, aufsehen? Okay, ist ein Knopf. Hallo, halli, hallo. Warte, ich muss das klopfen. So, klopf, klopf, klopf. Hallo? Hier drinnen steht er. Hallo? Hi. Hi, ich bin der Wissenschaftler des kleinen Dorfes hier. Alles klar, des kleinen Dorfes. Oder jetzt hat so ein richtiger Weggucken, hier ist ein Alarm. Okay. Wir werden uns anstrengen, diese Welt zu beschützen. Okay, okay. Also, ihr seid jetzt nicht so viele Leute, aber... Ich glaube, die bauen noch die ganzen Dings, das ganze Dorf hier aus. Das ist, glaube ich, die ganze Weltkugel. Ich glaube, das Ding ist so ein Hologramm von so einem Dings hier. Von der kompletten Apollo-Welt. Der Meteorit, der hier eingeschlagen ist, war kein Zufall. Warte mal. Der Meteorit war kein Zufall? Hä? Alles klar. Es war alles absichtlich. Alles absichtlich. Hä? Warte mal. Warte, ich verstehe gerade gar nichts mehr. Es war alles absichtlich. Aber wer würde... Wie kann man ein Meteor absichtlich abstützen? Er will noch größere Meteoriten abstützen lassen. Warte, was? Ich hab... Warte mal. Nicht, dass ihr Beflo oder Easy oder so wegen mir irgendwie abstützen lasst. Alles klar, und hier ist ein Auge. Alles klar, aber das ist ein Wissenschaftler. Er befindet sich in einer unsichtbaren Welt. Alles klar, in einer unsichtbaren Welt? Warte mal. Unsichtbaren Welt. Was kann unsichtbare Welt bedeuten? Nur sie können sie sehen. Die unsichtbare Welt. Alles klar, aber warte mal. Unsichtbare Welt. Unsichtbar, warte mal. Kann unsichtbar ist, glaube ich, gemeint, dass man irgendwie... Ich habe keine Ahnung, Leute. Okay, geht, glaube ich, hier hoch. Alles klar. Hier sind richtig viele Bücher drinnen. Ich versuche, die versteckte Galaxie zu finden, schreibt er. Okay, die versteckte Galaxie, schreibt er. Okay, versteckte Galaxie. Also ich glaube, unsichtbare Welten, versteckte... Warte mal, ist da eigene Galaxie oder so? Aber warte mal, ich kann nicht mal in die eigene Galaxie hoch. Okay. Was schreibt ihr noch? Aber ohne deine Hilfe werde ich es nicht schaffen. Ja, was soll ich jetzt machen hier? Ich kann dir Essen bringen. Bring mir 15 Diamanten und 5 Saphire, um eine Maschine zu bauen. Warte mal. Also stimmt, der ist Wissenschaftler, gell? Okay, bring 15 Mann. Ich weiß nicht, ob ich 5 Saphire direkt habe, aber ich kann mal schauen. Maschine zu bauen. Alles klar, okay. Diese wird dich ins Jenseits bringen. Ich will... Ich weiß nicht, wie es Jenseits wirklich aussieht. Alles klar, ins Jenseits. Dort wirst du mehr Hinweise finden als hier. Ja, hier ist auch, glaube ich, die Erde. Also wenn auch so eine unsichtbare Welt oder so ist. Alles klar, okay. Dort wirst du mehr Hinweise finden als hier, okay. Aber lol. Also, das ist so ein richtiges Haus hier auch. Richtig cool, gell? Okay, dann gehe ich mal wieder. Ja, ciao. Okay, alles klar, kann ich die Tür wieder zumachen? Egal. Aber lol, warte mal. Was ist denn alles geschrieben? Bring mir 15 Diamanten und 5 Saphire. 15 Diamanten und 5 Saphire. Ich gehe zum Villager. Allerdings, gell? Hier war gerade irgendwas. Ich kann hier gleich eine Kuhfarm eigentlich machen, oder? Weil hier. Aber habe ich nicht eigentlich schon eine Kuhfarm hier eigentlich? Eigentlich schon. Kuh kommt mit. Ist eine brave Kuh. Eigentlich habe ich hier schon so eine Art Kuhfarm. Aber ich kann dir die Leute oder so helfen vielleicht. Ist wieder irgend so ein Alien. Ich gehe mal lieber wieder nach Hause. Aber lol. Als ob da wirklich ein Wissenschaftler eingezogen ist. Aber wer ist er? Er kann sich geschrieben. Er befindet sich in einer unsichtbaren Welt. Nur sie können sie sehen. Ich versuche die versteckte Galaxie zu finden. Aber ohne deine Hilfe werde ich es nicht schaffen. Bringe 15 Diamanten und 5 Saphire, um eine Maschine zu bauen. Ich denke, eine Zeitmaschine oder eine Teleportmaschine. Ich weiß nicht, Leute. Schreibt unbedingt, was ihr glaubt, in die Kommentare. Aber, ich bin hier gerade komplett verwirrt. Warte mal, was? Dort willst du mehr hin im Jenseits. Leute, wie schaut das wie Jenseits aus? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich schaue in Jenseits. Der Meteorit, der hier angeschlagen hat, ist kein Zufall. Es ist kein Zufall, hat er geschrieben. Alles klar. Kein Zufall. Ja, wenn irgendwelche Mythen oder irgendwelche Legenden wisst von irgendeiner unsichtbaren Welt oder so, oder wenn ihr irgendwie weiter wisst, was genau das hier bedeuten soll, was der Wissenschaftler geschrieben hat, weil er hat es irgendwie, keine Ahnung, komisch geschrieben, dort wisst du mir. Ich weiß nicht, wenn ihr irgendwie wisst, was genau, hallo Goli, wenn ihr genau wisst, irgendwie, was das bedeuten soll, dann schreibt es in die Kommentare.
Und wie gesagt, das ist der 13. Job für saftiges Silvester Design, yo mai. Und ich würde jetzt auch sagen, das war's für die Folge. Habe ich noch irgendwelche Dings hier? Habe ich noch irgendwelche, ist jetzt eine Linie von 16 Chunks, habe ich noch nicht, glaube ich. Irgendwelche Quests, die ich noch erledigen kann. Profi, rechne mit 20 in einen Skill. Das Event, Statistik, 50%, okay, ich glaube, Quests, so mehr oder weniger. Ich kann vielleicht schauen, dass ich demnächst irgendwas Neues einbaue beim Haus. Wie gesagt, lasst ein Like da und aktiviert die Glocke für mehr. Yo, mai. Wie gesagt, lasst ein Like da und aktiviert die Glocke für mehr. Und ja, das ist Apollo, gell? Das ist die Stadt hier. Das habe ich gesehen, gell? Gell, Dings. Ja, wie gesagt, lasst ein Like da und aktiviert die Glocke und schreibt in die Kommentare, was es hier bedeuten soll vom Wissenschaftler. Lasst ein Like da und schreibt in die Kommentare, was es bedeuten soll. Lasst ein Like da und aktiviert die Glocke und schreibt Hashtag Glocke in die Kommentare. Und ciao!